Hallo Freunde und willkommen zurück zu The Last of Us. Ich hoffe, dass mein Mikrofon einigermaßen gut eingestellt ist. Direkt mal vor Anfang an, weil wie gesagt, ich wiederhole es jetzt hier nochmal. Meine Katze hat einen Backflip gegen das Audio-Interface gemacht und ja, ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen dran rumgefummelt, weil ich kann natürlich den Bass hochdrehen und alles. Das kann ich ja alles natürlich machen, aber ich mag das nicht, wenn der Bass so übertrieben hoch ist. Deswegen, das Problem ist einfach nur, ich übersteuere gerade ein bisschen. Deswegen versuche ich gerade ein bisschen ruhiger zu reden. Das könnte ein bisschen das Problem werden, aber ansonsten hoffe ich einfach mal, dass das geht jetzt. Weil, wie gesagt, ich hasse das. Ey, das waren so gute Einstellungen. Jetzt sind sie einfach mal weg. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir gemacht haben. Doch, wir sind in der Schule eingedrungen, ne? Ja, eingedrungen kann man ja nicht sagen. Wir sind halt in der Schule. Aber naja. Boah, wisst ihr, was mich richtig. Ja, ich sag mal, das nervt mich nicht oder fuckt mich nicht ab, aber es ist einfach so, dass ich hatte damals die Wahl, so gesehen, zwischen einer PS4 und einer Wii U. Die Wii U habe ich mir eigentlich hauptsächlich nur geholt wegen Super Smash Bros. Und halt später für Fatal Frame 5, weil Fatal Frame einfach einer meiner absoluten Lieblingsspiele ist, ne? So, hätte ich gewusst, dass auf der PlayStation 4 so ein Spiel wie Until Dawn rauskommt, ne? Ihr glaubt nicht, ich hätte mir auf jeden Fall die PS4 geholt. Das ärgert mich gerade richtig, weil ich habe richtig Bock auf Until Dawn, auch wenn ich das Spiel kenne an sich so, ne? Weil ich es halt jetzt schon gesehen habe, so gesehen. Ja, doch. Und trotzdem, ich habe so derbe Bock auf dieses Spiel, ne? Das gibt's nicht. Das ist abartig. Einfach nur, weil es da 100 verschiedene Möglichkeiten gibt für das Spiel. Verdammt, Spuren. Und das ist. Hä, wo ist eigentlich Ellie? Ach, Ellie haben wir ja draußen gelassen, ne? Ja, da war ja was. Warte mal, ich muss mal ganz kurz mein Mikrofon kalibrieren, so. Weil ich rede mehr nach da, so, deswegen. So. Wie gesagt, es tut mir leid, falls was mit Mikrofon nicht stimmt, das werde ich jetzt erst nach mehreren verschiedenen Aufnahmen richtig testen können wieder. Ach, das ist so nervig. Die waren so perfekt, die Einstellungen. Oh nein. Ja, ich wusste es. Ist das ein Klicker? Ja, das ist ein Klicker. Das ist ein Runner. Wieso wollte ich hier rein? Musste ich hier rein? Wollte ich hier rein? Oh, Flammenwerfer. Kannst du nachladen? Ist aufgeladen, okay. Oh, nee, ey. Das ist so nervig gerade mit dem Mikrofon. Das ist total doof. Also, es tut mir leid, falls ich mich irgendwie plastisch anhöre oder so. Das kann halt sehr gut sein, wenn ich mich plastisch anhöre. So ein bisschen eher. Weil den Bass tue ich immer rausnehmen. Weil, wie gesagt, ich kann zwar einen Bass reintun, dann höre ich mich vielleicht so ein bisschen an wie Gronkh, sage ich mal. Aber ich mag das nicht. Ich mag das nicht, wenn das so bassübertönt ist. Deswegen. Ist das hier ein Klicker, der hier vorne steht? Der steht nur rum. Wenn das nämlich ein Klicker ist, dann kann ich den eventuell umgehen. Das ist auch Klicker? Sind die nur Klicker? Kann das sein? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, was ist hier. Aber naja. Auf jeden Fall. Boah, das ist so nervig. Ich wollte mir, wie gesagt. Oh. Okay, das ist auf jeden Fall ein Klicker. Sag mir nicht, der geht jetzt ja auch rein. Natürlich geht er hier rein. Ich wollte die Sachen durchsuchen. Geh mal weg. Da steht auch einer. Merkt er mich, wenn ich hier vorbeigehe? Ja. What the hell? Ach ja. Ich habe ja dieses. Ich kann mich wehren. Okay. Verdammt. Ah, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der mich erwischt. Normalerweise. Na, also muss ich. Der Typ, der hinter mir hergegangen ist, der hat mich so mehr oder weniger unter Druck gestellt. Scheiße, scheiße, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Habe ich mir die ganze Zeit nur gedacht, scheiße, ich muss da weg, Mann. Ist das der hier reingeht? Ja, dann tue ich den jetzt umbringen hier. Okay, da brauchen die nur einen. Ist das denn ein Bloater? Ich glaube ja. Wenn das ein Bloater ist, haben wir ein dickes Problem. Dann muss ich die fast so gesehen töten, weil ansonsten komme ich hier gar nicht vorbei. Weil der Bloater, der sieht einen ja, auch wenn man. Zwei Scheren. Also man soll hier auf jeden Fall mit Messer arbeiten, habe ich so das Gefühl. Ist hier auch nochmal eine Schere? Ja, auf jeden Fall. Die erwarten von einem, dass man hier mit Messern und so arbeitet. Was mit dem? Kommt er jetzt hier hin? Ich warte auf den da hinten, ne? Ich will mal ganz kurz gucken, was er macht, wenn er hier reinkommt. Dann tue ich den. Ach, da ist noch Tesa.
Kommt der hier hin oder biegt der ab da? Der abgebogen, okay, also kommt der nicht hier hin. Außer vielleicht, der kommt jetzt außen rum. Das wäre natürlich auch ein kleines Problem. Okay, den haben wir. Derjenige, der meinen Tod verursacht hat. Die werden doch auf 100. Hier wird wahrscheinlich auch nochmal Klingen drin sein. Nee. Munition, doch eine Klinge auch. Nimm die auch. Gut, danke. Was haben wir hier? Ein Bogen. Ja, gut. Bogen kann man natürlich auch nehmen. Ne? Ist auch eine lautlose Waffe, die einen tötet. Aber mit Bogen komme ich irgendwie nicht klar. Das ist ein Bloater. Das hört man doch schon. Ich weiß nur nicht, wo der genau steht. Wo steht der denn? Da steht der. Sieht der mich denn, wenn ich jetzt hier dran vorbeigehe? Ich würde ganz gerne einen Quicksave machen, wisst ihr das? Jetzt gerade sieht er mich noch nicht. Ja. Oh, schneller, schneller, schnell, 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 schnell. Meine Güte, mach's doch nicht so spannend, Joel. Okay, ich bin da durchgekommen, ohne große Probleme zu haben. Außer jetzt sind die hier auch, ey, dann kotze ich aber. Nein, okay. Ich bin das einfach nur umgangen, kann das sein? Ja, ich glaube ja. Und das wofür? Wofür mache ich das nochmal hier? Ach, um hier auf. Ah, okay. Infizierte, mir geht's gut. Hier, mach jetzt das Tor auf. Ja, warte doch mal, ich bin noch unterwegs, ey. Oh nein, ich habe so eine ganz miese Vorahnung. Wenn ich das Ding jetzt hier anmache, stürmen die doch alle raus, oder? Muss ich das überhaupt anmachen? Ich muss das gar nicht anmachen. Okay. Muss ich da was? Ach so. Oh, okay. Erstmal Looky Looky machen. Looky Looky Cookie Cookie. Jetzt sagt er mir, ich weiß selber nicht, wohin das führt, weil das da. Ach, ich muss diesen Generator da hinschieben. Den hier. Mach das Tor für uns auf. Ja, aber jetzt warte doch mal. Chill doch mal, Ellie. Unterwegs, Mann. Muss erstmal basteln. Erstmal gucken. Erstmal Looky Looky machen. Okay. Na gut, okay. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass gleich die Infizierten kommen. Ich habe das so derbe im Urin. Okay, machen wir das mal, ne? Schau mal, welcher Quick da in dem Zeug machen. Tjo, wow. Drück, push the button. Ich wollte schon sagen, das Ding kippt um. Okay, das geht sogar von allein. Boah, sehr schön. Auf dem Pferd fühle ich mich direkt sicherer. Waren das Fireflies? Nee. Nein, ich glaube nicht. Mein Schüler, gehe ich mal von aus. Da beim Labor. Will nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ja, das verstehe ich. Ich muss nach rechts, aber ich will mal ganz kurz gucken, ob es hier noch was gibt. Ich weiß, dass ich in irgendeinem Part was übersehen habe. Das lag hier auch irgendwo im Busch rum. Ich gehe davon aus, dass das ein Anhänger war, aber habe ich eher nur beim Dings gesehen. Beim Schneiden habe ich es gesehen. Sind hier schon wieder Affen? Keine Wache. Kein gar nichts. Ja, das sieht nicht gut aus. Dann sollten wir jemanden treffen. Ja. Gehen wir rein. Na, warte, warte, warte. Muss einmal gucken. Kann mich hier in die Zelte? Ja. Liegt da was? Ja, da liegt was. Lass mich mal absteigen hier. Ich komme gleich wieder. Ich muss nur gucken, was hier liegt, so weißt du. 10 Teile. Kann ich mir hier noch irgendwie was bauen oder so? Ne, warte mal. Ihr dackelt mir doch eh hinterher, ne? Ich will mal ganz Warst kurz. Du in so einer Schule? An der Universität? Ja. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kommt's? Ja. Als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Du bist etwas neugierig, Ellie. Das gefällt mir nicht. Firefly-Anhänger. Tada! Von Erik Griggs. Sollten wir? Was sollten wir?
Ich weiß nicht, was du von mir willst. Das Problem ist, es kann sein, dass heute Last of Us vor dem Vlog kommt, weil der Vlog, den muss ich noch schneiden und so. Das wollte ich eigentlich auch am Anfang des Parts sagen, habe ich ganz vergessen. Wo sind die jetzt hin? Leute? Wo seid ihr? Hä? Ach, da oben. Okay. Hä? Ich dachte, ich muss da rein. Aber die haben es hier doch eigentlich sehr gut abgekriegelt. Na gut. Dann springen wir mal darüber. Tada. Und hoffen mal, dass... an die Stelle da kann ich mich auch noch grob erinnern, muss ich sagen. Hey, wie wär's da drüben? Ja, warte. Hä? Ja, scheint der Eingang zu sein. Ach da. Ja, warte doch. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob es hier noch irgendwie irgendwas liegt eventuell. Darf ich das nicht machen, Ellie? Mann. Nicht so hektisch. Nicht so hektisch, bitte. Ich habe eine Piercing-Kugel verloren. Muss ich gleich dran machen. Nach dem Part. Wie kommt man denn hier rein? Das ist so abgesperrt da, oder nicht? Dann Ketten vor. Hä? Zugerostet. Zugerostet, das ist ein Schloss. Durch. Du Idiot. Das ist ein Schloss. Vielleicht kommen wir rüber. Rüber? Hör auf, Jay, das hat keinen... Jail. Joel, das hat keinen Zweck, Mann. Beweg dich. Aber wie? Wie, Ellie, wie? Komm ich hier lang? Nee. Oh, da ist eine Tür. Sag mir nicht, ich muss da rein. Darum. Oh, bitte nicht. Ah. Oh. So geht das natürlich auch. So geht das natürlich auch, würde ich sagen. Ja, guck mal, was ich da habe. Ey, guck mal. Ich würde es einfach dagegen donnern lassen. Genau so. Okay, nicht das, was ich wollte, aber es geht. Ja. Ist immer so. So. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal gekonnt hier lang. Nicht. Okay, Leute, ich werde jetzt erstmal einen Cut machen, weil, wie gesagt, ich bin heute ein bisschen unter Zeitdruck. Ansonsten schaffe ich es alles nicht pünktlich. Ich schaffe wahrscheinlich nicht mal Last of Us pünktlich zu bringen. Weil, wie gesagt, das kann sein, dass Last of Us vor dem Vlog kommt. Ansonsten, ja, naja, gut. Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. So, und rein!